Donnerstag haben wir heute und wir beginnen mit den Morning News. Gestern sind sie leider ausgefallen. War relativ strange. Kurz nach 11 Uhr, also 23 Uhr gestern Abend, zickte zunächst mein Telefon. Sprich, ich hatte null Netz, ab und an mal kurz 3G, dann wieder alles weg. Bis, ja, ich war glaube ich bis 12:30 eins wach. Und ja, gleichzeitig war auch mein Internet weg. Und leider hatte der Fehler bis, ich glaube, 8:30 gestern angehalten. Also sprich, morgens ging dann zwar wieder halbwegs das Telefon, aber halt auch nur mit Edge, aber das Internet und das Festnetztelefon funktionierten immer noch nicht, sodass ja, die News leider nicht möglich waren, denn mit Edge ein Video live zu übertragen, das ist schlicht unmöglich. Ja, glücklicherweise, ich glaube kurz vor 29 vor 9, 8:30 vor 9, tat es dann wieder. Aber da war es mir dann auch ein bisschen zu spät für die Morning News. Und ich habe sie deshalb ausfallen lassen. Ja, was war denn gestern so los? Was ich gestern richtig klasse fand, da muss ich auch wirklich meinen Ali loben. Der Ali von eBakery oder Inhaber von eBakery, ja, eigentlich JTL-Agentur, hat gestern denn dann auch mal wieder einer seiner großartigen Live-Videos produziert, diesmal mit dem Administrator und Mitgründer der Private Label Journey Facebook-Gruppe, Jill Francis Lang. War unwahrscheinlich klasse, das Video. Auch so mal ein bisschen die Einblicke erhalten, welchen Weg der Jill denn so gegangen ist und was ihn zu Amazon bzw. auch ja zu seinen jetzigen vielen Projekten gebracht hat. Was ich gut fand, ist, wie offen er auch mit den ein oder anderen Stolpersteinen umgegangen ist. Und ich glaube, das ist eine recht wichtige Sache, dass man halt auch mal lernt aus den Dingen, die halt nicht so gut funktioniert. Fand ich großartig, das Video. Das steht im Übrigen auf Alis eigenem Profil online und er hat auch einen Facebook-Kanal, das ist verlinkt. Der ist verlinkt unterhalb des Videos. Abonniert ihn einmal, also der macht viel Sinn. Bevor er den Ali interviewt hatte, hat er im Übrigen Hagen Meichner interviewt, der ja nun von PrestaShop rüber gewechselt ist zu Shopify. Und Shopify ist ein recht cooles und einfach einzurichtendes Cloud-Shop-System. Das heißt, ihr benötigt keine Installation, müsst euch nicht um Updates kümmern, das macht alles der Anbieter selbst, also Shopify. Und Shopify verfügt halt auch schon über die ein oder anderen Entschuldigung, Schnittstellen zu den Warenwirtschaftssystemen wie JTL, Plenty und Afterbuy. Ja, was gibt es denn sonst Neues, was gestern passiert ist? Ja, eigentlich Spannendes soweit nichts. Ja, ich werde ab heute Nachmittag außer Haus sein und erst am Samstag wiederkommen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich nehme es mir jedes Mal vor, die Morning News auch dann zu senden, wenn ich mal nicht im Haus bin, sprich im Hotel bin. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich bin morgen in Hamburg ab 9. Ach ja, stimmt, gar nicht mal so unwichtig, euch das zu sagen. Ab 9:30 Uhr gibt es in Hamburg einen eBay SEO Workshop. Und wie auch schon das letzte Mal in Stuttgart, werde ich halt auch dieses Mal die erste Stunde anderthalb live streamen. Dort erfahrt ihr dann halt die eBay SEO Basics. Da stehe ich auf dem Standpunkt, dass es halt wichtig ist, dass man sie halt auch teilt. Es sind keine Raketen, die es dort zu lernen gibt, aber im Gegensatz zu manch anderen, die ihre Folien da unter Verschluss halten und der Meinung sind, dass das ein geheimes Wissen ist, sehe ich das halt anders. Ich finde es halt wichtig, dass man diese Dinge teilt und mache das auch gerne im Rahmen dann denn meiner Workshops. Und im Grunde genommen werden dort relativ wenig Fragen gestellt und es wird in diesem Workshop-Teil relativ wenig interagiert, sodass halt die Teilnehmer ja noch nicht einmal so unbedingt ihre Betriebsinternas offenlegen. Von daher kann ich das auch sorglos streamen. Also morgen ab 9:30 Uhr. Ich werde auch heute versuchen, mal ein Live-Video anzulegen, das diesmal auch funktioniert. Letzte Mal hat es nicht geklappt. So, dann könnt ihr ab morgen halt
die eBay SEO Basics euch anschauen. Ja, aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen News. Heute Morgen ist berichtet worden vom Medium China Daily, dass die GS1 und eBay in China eine strategische Partnerschaft oder GS1 China mit eBay eine strategische Partnerschaft geschlossen haben, die halt eine engere Zusammenarbeit und halt auch eine Überprüfung der EANs bzw. GTINs zur Konsequenz haben soll. Ich denke, das ist zu bewerten, dass eBay ein klein wenig noch mehr auf die Qualität seiner Katalogdaten achtet und möchte halt durch die Partnerschaft eine bessere Prüfung der GTINs erreichen. Ja, gestern im Laufe des Vormittages erreichte mich dann durch einen Händler ein Schreiben vom Marktplatz Real an die Händler. Und zwar fordert Real von seinen Händlern eine Zusatzvereinbarung. Wesentlicher Inhalt der Zusatzvereinbarung ist eine Freistellung, wenn Forderungen an Real gestellt werden, dass zum Beispiel Marken verletzt werden, dass Produktbilder verwendet werden, die nicht zulässig sind, beziehungsweise dass Produkte gar nicht für den Handel innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zulässig sind, also sind nicht verkehrsfähig. Der Händler zeigte sich ein klein wenig irritiert und fragte nach, ob das ein Knebelvertrag ist. Ich verstehe grundsätzlich die Frage, denn erst einmal ist es ungewöhnlich, dass ihr, wenn ihr bisweilen einen eigenen Shop halt habt oder auf Marktplätzen handelt, die euch ermöglichen, dass ihr direkt einen Vertrag mit dem Endkunden schließt, dass euch eine solche Vereinbarung vorgelegt wird. Diese Vereinbarung ist vom Kern her völlig normal. Sie entspricht dem Inhalt einer normalen Lieferantenvereinbarung. Und genau das seid ihr. Ihr tretet bei Real nicht unbedingt als Marktplatzhändler auf, der einen direkten Kaufvertrag mit dem Endverbraucher, mit dem Konsumenten schließt, sondern ihr habt dazwischen Real. Sprich, Real verkauft die Ware an den Privatkunden und ihr verkauft die Ware an Real. Das bedeutet aber wiederum auch, dass Real als Einkäufer sich mit euch vereinbaren muss, wie das denn jetzt nun mit diesen eigentlichen Waren ist. Dürft ihr sie handeln? Habt ihr alle Rechte? Und verständlich ist auch, dass Real sagt, naja, okay, lieber Händler, und wenn du jetzt dagegen verstößt und es sich herausstellt, dass du das alles nicht darfst, dann möchten wir gerne die Kosten, die uns dadurch entstanden sind, weiterreichen. Denn das sind im Wesentlichen Abmahnungen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, denn auf eBay erhaltet ihr die Abmahnung direkt. Das heißt, die Kosten werden dadurch nicht höher, nicht niedriger. Es wird im Wesentlichen nicht unangenehmer von euch. Das ist halt nur eine ganz normale Lieferantenvereinbarung, die ihr im Übrigen auch in gleicher Art und Weise und vielleicht noch ein bisschen böse klingender bereits akzeptiert habt, wenn ihr an Amazons Vendor Express oder Vendor Programm teilnehmt bzw. teilgenommen habt. Denn auch dort ist die Situation identisch. Ihr tretet gegenüber Amazon als Lieferant auf und auch dort holt er sich im Rahmen seiner AGB eine Freistellung. Jetzt kann man natürlich diskutieren, okay, hätte Real das nicht im Rahmen einer AGB-Änderung machen können? Weiß ich nicht. Die AGB-Änderungen haben eigentlich nicht unbedingt diesen Aufmerksamkeitscharakter, den jetzt diese Zusatzvereinbarung hat. Und im Grunde genommen geht es auch hier um die Aufmerksamkeit. Real möchte euch anhalten, dass ihr bitte prüft, dürft ihr die Produkte auch handeln? Sind sie verkehrsfähig? Habt ihr alle Genehmigungen von den Lieferanten? Es geht ja nicht darum, euch zu beschädigen. Es geht auch nicht darum, dass Real billigend in Kauf nehmen möchte, dass ihr Abmahnungen kassiert. Es geht am Ende des Tages darum, dass ihr die Produktvielfalt, die ihr auf Real vorfindet, beibehalten könnt. Ich meine, Real möchte sich nicht selbst in den Hintern kneifen. Im Wesentlichen geht es halt wirklich darum, dass ihr wirklich mit der Nase drauf gestoßen werdet, bitte prüft es, bitte macht es. Ja, und das funktioniert am einfachsten, indem man euch einen Schrieb vorlegt und sagt, unterschreibt. Dann sagt ihr erstmal, nee, unterschreibe ich nicht. Das ist euer normaler Schutzinstinkt. Aber ihr fangt jetzt an, darüber nachzudenken und versucht es zu prüfen. Und am Ende des Tages
ist das für euch ein massiver Schutz, dass euch Abmahnungen über den Weg schädigen können. Also von daher ist für mich das alles völlig fein und ich empfehle jeden von euch halt erstmal zu prüfen, ob ihr die Voraussetzungen erfüllen könnt. Und dann empfehle ich euch halt, dann empfehle ich euch natürlich die Vereinbarung halt zu unterschreiben. Ja, dann noch etwas ganz, ganz Tolles. Black Friday als Marke hat einen Finger gezeigt gekriegt. Sprich, der Markenschutz ist aufgehoben. Das Urteil ist gegenwärtig noch nicht rechtskräftig. Es kann also noch angefochten werden. Aber die Dienstplattform MyDeals hat einen Löschungsantrag beim DPMA gestellt. Ich berichtete ja in der Vergangenheit schon davon, dass es eine Vielzahl an Löschungsanträgen gibt. Jetzt war offensichtlich der von MyDeals am Zug. Und MyDeals hat es halt geschafft, dass der Markenschutz aufgehoben wird. Leider war den Markenrechts-, den bisherigen Markeninhaber vertretene Kanzlei Hogarth für mich heute früh noch nicht erreichbar, sodass ich da noch nicht um eine Stellungnahme bitten konnte. Mich interessiert es natürlich, ob das Schauspiel weitergeht oder ob Black Friday oder die Markeninhaberin von Black Friday sich geschlagen gibt. Ich erwarte eigentlich nicht, dass sie weiterkämpfen. Das war jetzt mal eine Cash-Cow gewesen. Man hat über die Abmahnungen bzw. die damit verbundenen Vertragsstrafen vielleicht einiges erreicht. Man konnte unter Umständen die ein oder anderen Lizenzpartner gewinnen, aber das Geschäftsmodell an und für sich dürfte denn dann, glaube ich, tot sein, beziehungsweise wenn man jetzt halt zu viel Geld in eine Prozessführung reinsteckt, dann kann es durchaus sein, dass die Gewinne, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, langsam aber sicher aufgefressen werden. Ja, das ist eine gute Nachricht, denn dauert ja nicht mehr lange und der nächste Black Friday steht vor der Tür. Instagram limitiert nunmehr die Anzahl an API-Calls von über 5000, so war es in der Vergangenheit, pro Stunde auf nur noch 200 pro Stunde. Okay, da muss schon einer richtig heftig auf Instagram unterwegs sein, dass er das merkt. Das passiert im Zuge des Datenskandals rund um Facebook. Im Grunde genommen für den normalen Nutzer, wie wir es glaube ich alle sind, dürfte die Einschränkung uns eigentlich nicht stören. Diese Einschränkung trifft im Wesentlichen halt Drittanbieter-Apps, die API genutzt haben, um irgendwelche Funktionalitäten auszuführen. Ja, gestern hatte denn dann auch Otto seine Zahlen veröffentlicht und unter anderem auch das Händler-Backend vorgestellt, welches Händlern ermöglicht, Otto und teilweise halt auch verbunden, ja, Otto als Marktplatz, als Plattform zu nutzen. Das scheint im Augenblick der große Move zu sein bei Otto. Man sagt, okay, wir haben selbst eine coole Plattform und wollen die jetzt auch Händlern öffnen. Und ja, dazu ist das Backend halt am Ende des Tages vorgestellt worden. Hier berichtet die T3N drüber und vermerkt treffenderweise, dass das offensichtlich noch kein Backend ist, was auch noch für andere Marken aus dem Otto-Konzern nutzbar sein wird und bezeichnet das als einen recht großen Fehler. Das, was ich bisweilen von Händlern gehört habe, ist, dass das Onboarding bei Otto sehr, sehr schwer und unkomfortabel sein soll. Mal schauen, ob sich das in Zukunft ändern wird. Otto hat mit Sicherheit aufgrund der hohen Anzahl an Kunden und auch aufgrund des guten und hohen Bekanntheitsgrades das Potenzial, auch mit Marktplatz zu werden. Allerdings mit dem gleichen Makel wie ein Real und wie auch ein Amazon. Ihr tretet immer mit dem Marktplatzbetreiber, mit dem Plattformbetreiber in den Wettbewerb. Und im Grunde genommen, Entschuldigung, ich habe es irgendwie heute mit der Stimme. Und im Grunde genommen sieht es so aus, dass ihr eigentlich nur die Lückenfüller sein sollt, um eine größere Produktvielfalt und damit Attraktivität für die Konsumenten auf der Plattform zu bringen. Ja, und da ist es so, wie es ist. Da, wo
halt das Potenzial für Geschäft liegt, werden auch Händler sich anschließen und werden halt Otto mit Sicherheit nutzen. Aber vom Kern her werdet ihr als Händler immer der schwächere Partner in dieser Gemengelage sein. Gut, das war's jetzt auch mit den Morning News. Ich bedanke mich bei euch. Ich versuche es morgen aus dem Hotel zu leisten. Ob es denn am Ende des Tages klappt, ich weiß es nicht. Gut, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Start. Die Woche ist ja zum Glück bald rum. Also viel Reibach, wenig Retouren, nur nette Kunden. Bis dann. Tschüss.